Herzlich willkommen zu Kalle backt Weihnachten Teil 3. Nun, was liegt heute an? Heute werden wir auf jeden Fall mal Helden sein und wir retten die Marshmallows vor dem Feuertod. Die Marshmallows, die brauchen wir nämlich, um heute Schneemänner zu bauen. Ganz genau. Dazu brauchen wir erstmal Puderzucker und Zuckerklebemasse. 250 Gramm Puderzucker in eine Schüssel. Dazu 2 Esslöffel Wasser. Und dann wird besinnungslos gerührt. Und zwar bis eine schöne klebrige Masse entsteht. Die Zuckercouleur, die dann hinter alles verkleistert. Werdet ihr schon sehen. Wir arbeiten mit ein bisschen Papier, damit es nicht so rumsaut. Und wir besorgen uns 4 schöne große Kekse. Diese Kekse werden dann mit der vorbereiteten Zuckermasse erstmal so richtig schön eingestrichen. Das werden sozusagen die kleinen Eisschollen, auf denen wir jetzt die Schneemänner positionieren. Da ist auch schon der gerettete Marshmallow. Einmal von oben, zack, auf die Scholleninsel und festgeklebt. Von der Seite seht ihr nochmal, wie viel Spaß das machen kann und wie ganz eklig klebrig die ganze Sache ist. Und da ist er wieder, der Marshmallow. Andrücken, etwas warten. Und so sieht es nach 5 Minuten aus. Schon mit ein paar Streuseln beklebt und bestreut. Und dann kommt die Zuckerschrift, mit der ihr noch kleinere Feinheiten malen könnt, wie Haare, Augenbrauen. Wenn ihr keine Kunstaugen hattet, könnt ihr die auch als Kunstaugenmalerei nehmen, wie auch immer. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und da sind die Kollegen, 3 verschiedene Marshmallow-Weihnachtsmänner. Holy moly! Ho, ho, ho!